Herzlich willkommen. Wir sind hier im Forschungs- und Technologiezentrum Detektor Physik der Universität Bonn. Das ist eines der neuesten Gebäude, die die Universität besitzt in der Fachgruppe Physik. Und wir machen hier Grundlagenforschung und entwickeln Teilchendetektoren für Experimente, die wir an den lokalen Beschleunigern, aber auch an internationalen Beschleunigerlaboratorien durchführen. Wir glauben, dass es wichtig ist, einfach um die grundlegende Struktur der Materie zu verstehen. Ja, es ist ja sozusagen ein lang gesehnter Traum der Menschheit zu verstehen, woraus unser Universum im Innersten besteht. Wir haben hier in dem FTD, also Forschungs- und Technologiezentrum Detektor Physik, haben wir eine ganze Reihe von hochtechnisierten Infrastrukturen, die man besichtigen kann. Das fängt an bei komplexen Messlaboren und komplexen Messapparaturen und kulminiert dann hier oben, wo uns wir jetzt befinden, in den Reinräumen. Wir haben einen Reinraumbereich von ungefähr 360 Quadratmetern. Ich denke, Bonn ist tatsächlich einzigartig, zum einen, was die Fokussierung auf die Teilchenphysik angeht, aber wir haben auch diese einzigartige Infrastruktur. Das heißt also, wir haben als Universität betreiben wir zwei Beschleunigeranlagen, machen Physikexperimente an diesen Beschleunigeranlagen, auch in internationalen Kollaborationen, und können diese Anlagen auch nutzen, um die Geräte, die wir hier im Forschungs- und Technologiezentrum entwickeln, dann direkt zur Anwendung zu bringen und auch zu testen. Und das ist gerade auch sozusagen der Kondensationskeim eines neuen Exzellenzclusters oder eines Exzellenzcluster-Antrags. Der heißt Color Meets Flavor. Da arbeiten wir zusammen, also die Bonner Kollegen der Teilchenphysik, zusammen mit Kollegen der TU Dortmund und der Uni Siegen. Und wir haben diesen Exzellenzcluster fokussiert auf die Verbindung zwischen starker und schwacher Wechselwirkung. Ja, und der Name des Exzellenzclusters Color Meets Flavor soll sozusagen die Expertisen aus beiden Gebieten zusammenzubringen, um eben ungeklärte Fragen der Teilchenphysik zu klären in den kommenden Jahren. Und wir hoffen sehr, dass wir da in der nächsten Runde erfolgreich sind. Wir erforschen hier an ELSA verschiedene Dinge. Das ist zum einen sind es die Grundbausteine der Materie, das sind Neutronen und Protonen, und deren innere Struktur wollen wir kennenlernen. Die zweite Sache, die zum Beispiel mein Forschungsprojekt angeht, ist die Krebsforschung. Und zwar sollen auch hier die Methoden, die schon etabliert sind, das heißt also zum Beispiel, dass man Radiotherapie hat an Protonenanlagen, das soll verbessert werden. Und genau das können wir auch hier mit der Anlage machen. Obwohl sie aus den 60ern ist, hat sie sehr einzigartige Eigenschaften, um genau diese zu benutzen, um festzustellen, ob wir vielleicht mit unserer speziellen Elektronen, mit unseren Elektronen hier eben einfach effizienter Krebstumore behandeln können. Den Standort hier in Bonn macht einzigartig die Detektorentwicklung, den Test auf Strahlung hin und bei uns auch den Test bezüglich der wirklichen Eigenschaften, quasi alles an einem Standort vereint. Man muss im Endeffekt nur einmal kurz über die Straße gehen und hat die beiden Detektoren hier. An allen Beschleunigern arbeiten viele Bachelorstudenten, Masterstudenten und Promotionsstudenten, die eben zusammen mit ihrer Bildung auch die Anlage weiterbringen können oder die Detektoren entwickeln können. Und all das so als Gesamtpaket ist auch genau das, was man für eine Universität braucht, dass man eben auch einfach die jungen Physiker eben entsprechend heranziehen kann und die auch wirklich Spaß an der Arbeit haben, weil sie auch einfach mal was selber ausprobieren und selber einbauen können. Aber das geht eben hier einfach noch, weil man einfach so hands-on wirklich nochmal einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen kann.